Es gibt Ärzte, auch Klinikärzte, Juristen, die sich immer öfters querstellen, Querulanten sind. Sie glauben nicht diese vorgegaukelten Glaubenssätze. Sie sind mutig. Sie kämpfen für Freiheit und für das Leben. Grüß euch, liebe Freunde. Mein Gesicht kennt ihr schon. Ich bin hier der Hauptverschwörer. In der Tat bin ich wegen Verschwörung und Hochverrat schon einmal zum Tode verurteilt worden in Wirklichkeit. Aber ich lebe noch. Gott schützt mich. Liebe Freunde, ein Applaus für die mutigen Juristen, für die Richter, die die ungerechten Maßnahmen in Berlin, in Baden-Württemberg und anderswo gekippt haben. Ein Hoch für diese Juristen. Trotz allen Unheilrufen von Frau Merkel gibt es eine Hoffnung. Immer mehr Menschen wachen auf. Ihr gehört dazu. Ich bin für euch sehr, sehr dankbar. Es gibt Ärzte, auch Klinikärzte, Juristen, die sich immer öfters querstellen, Querulanten sind. Sie glauben nicht diese vorgegaukelten Glaubenssätze. Sie sind mutig. Sie kämpfen für Freiheit und für das Leben. Und das wünsche ich euch auch. Es ist aber etwas ist sehr auffällig, dass die großen Kirchen schweigen. Selbst in der Pisszeit waren die Kirchen voll. Die Priester haben die Gläubigen ermutigt. Was denkt ihr denn, warum die katholische Kirche, der Vatikan, schweigt? Warum auch die evangelische Kirche gleichgeschaltet ist? Weil dort leider an führenden Stellen genau die sogenannten Verschwörer sitzen. Die Freimaurerei ist überall da. Ich erzähle euch eine wahre Geschichte. Es gibt einen Priester, der Pater Genovese, der versteckt sich in Polen, hat ein neues Buch veröffentlicht zu Corona. Und das heißt, die Söhne der Finsternis und nicht beschuldigt er niemand, sondern zählt auf, wer im Vatikan welche Kardinal zu dem wirklichen Verschwörer zu Freimaurern gehören. Und ich mache euch noch eine Information, vielleicht habt ihr noch nicht gewusst, die Frau Merkel hat uns gesagt, wir sollen zu Hause bleiben. Aber morgen trifft sie sich mit Monsieur Macron und Billy Gates in Paris. Das muss man sich mal zu Gemüte führen, was das ist. Einfach, sie haben keine Angst offensichtlich von diesem Virus. Vielleicht gibt es kein Küsschen. Es wird offiziell darüber nichts, rein gar nichts verlautbart. Aber bleibt mutig, glaubt an die Liebe, umarmt eure Lieben und gebt nicht auf, wir werden jeden Tag mehr. In diesem Sinne, grüßt euch euer Verschwörer, Daniel. Vielen Dank. Wir glauben. Ich sehe schon, ihr werdet gut. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält die Merkel und den Drosten in seiner Hand. Er hält die Merkel und den Drosten in seiner Hand.